The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Herrlichkeit der ewigen Welt. Du tust mir Kunst den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Die Herrlichkeit der ewigen Welt ist mir gezeigt worden. Ich möchte euch sagen, dass es sich wirklich lohnt, in den Himmel zu kommen. Ziel eures Lebens sollte es sein, euch die Gemeinschaft mit den Erlösten, mit heiligen Engeln und mit Jesus, dem Erlöser der Welt, vorzubereiten. Könnten wir nur einen einzigen Blick auf die himmlische Stadt werfen, dann wollten wir nie wieder auf der Erde wohnen. Wohl gibt es hier schöne Landschaften und ich genieße diese herrliche Aussicht in der Natur. Ich bringe diese Schönheit mit dem Schöpfer in Verbindung. Aber ich weiß, wenn ich Gott liebe und seine Gebote halte, dann ist im Himmel eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit für mich bereit. Diese Erde mit Feuer gereinigt wird dann viel schöner sein. Das Gras wird grün bleiben und nie verwelken. Es wird Rosen, Lilien und alle möglichen Blumensorten geben. Die werden sie verblühen, nie ausbleichen oder ihre Schönheit und ihren Duft verlieren. Der Löwe, den wir hier so sehr zu fürchten haben, wird sich dann neben das Lamm legen. Auf der neuen Erde wird alles friedlich und harmonisch sein. Die Bäume der neuen Erde werden gerade und hochgewachsen sein und keine Unebenheiten tragen. Die Heiligen werden herrliche Kronen auf ihren Häuptern tragen und goldene Harfen in ihren Händen. Sie werden auf der goldenen Harfe spielen und von der Liebe des Erlösers singen. Sie werden für Gott musizieren. Ihre früheren Nöte, ihr Leid in dieser Welt, wird inmitten der Herrlichkeit der neuen Erde völlig vergessen sein. Alles Schöne an unserer irdischen Heimat soll uns an den kristallenen Fluss, an die grünen Felder, die Bäume, die sich wiegen, die sprudelnden Quellen, die glänzende Stadt und die weiß gekleideten Sänger, an unsere himmlische Heimat erinnern, an jene Welt der Schönheit, wie sie kein Künstler malen und keine menschliche Sprache beschreiben kann. Lass dir von deiner Fantasie die Heimat der Erlösten zeichnen. Aber denke daran, dass es viel schöner sein wird, als deine lebhafteste Einbildungskraft es schildern könnte. Keine menschliche Sprache reicht aus, um den Lohn der Gerechten zu beschreiben. Nur wer ihn zu sehen bekommt, wird ihn ermessen können. The Lord is coming. Are you?